Jo, da bin ich mal wieder. Heute etwas erkältet, aber egal. Ich habe mir nämlich heute mal was gegönnt und zwar, wie ihr seht, die Clint Eastwood Dirty Harry Kollektion. Das ist die Ultimate Box und ja, eigentlich hatte ich sie schon alle auf DVD. Okay, man sagt jetzt mit, einige werden jetzt wieder sagen, Entschuldigung, einige sagen jetzt wieder, mein Gott, ne? Musste das denn überhaupt sein? War das denn überhaupt nötig? Hat sich es überhaupt gelohnt? Ich sage jetzt mal, jein. Es hat sich gelohnt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe hinter den direkten Vergleich gemacht und die DVD ist halt in vielen Belangen sehr farbloser und die Blu-ray halt farbintensiver. Der Kontrast ist auch besser und auch eine bessere Tiefenschärfe und der Schwarzwert ist auch sehr gut. Und dann muss ich noch dazu sagen, normalerweise hätte ich es gar nicht gemacht, weil ich eigentlich den Preis von Amazon von der Gesamtbox eigentlich unverschämt fand. Aber ich habe auch noch mal rausgefunden, und dass es diese Box auch noch in United Kingdom gibt, also in England oder auch in Amerika sogar. Und dort kriegt man die über Amazon viel, viel günstiger. Ich habe jetzt für diese Box ja eigentlich 23 Euro und ein paar zerquetscht, also 23 Euro habe ich 78 bezahlt. Aber weil hier eine kleine Macke ist, da konnte ich dann natürlich noch 4 € runterbekommen und habe es jetzt für 19 Euro ein paar zerquetschte gekriegt. Da kann man ja ehrlich gesagt wirklich nicht meckern, würde ich jetzt mal sagen. Joa, zu dem Film muss ich ja wirklich nichts mehr sagen. Wer die Reihe nicht kennt, keine Ahnung, der hat was verpasst, der hat ein Stück Filmgeschichte verpasst und ich bin sowieso ein ganz großer Clint Eastwood-Fan. Für mich war das sowieso Fakt gewesen, dass ich diese Filme haben musste. Ich besaß sie, wie gesagt, noch, ich habe sie auch noch auf DVD. Und sind auch schon bereits zum Verkauf aus. Aber wie gesagt, die Blu-ray ist halt in einigen Belangen natürlich schon ein wenig besser, ist ja klar. Irgendwo muss es ja so einen kleinen Tick besser sein. Ich habe jetzt mal hier so ein kleines bisschen hier so drauf gehalten. Ich werde aber gleich mal noch näher auf die einzelnen Discs eingehen. So, jetzt nochmal die Rückanseite. Mit einer Hand, wow. Und ja, können wir mal so drauf gehen. Klar, jetzt ist natürlich alles in Englisch, aber da reicht selbst das kleinste Schulenglisch für aus, um das zu lesen, was da steht. Und ja, mein Gott. Filme sind alle komplett in Deutsch und ja, für den Preis habe ich mir dann gesagt, schlage ich doch einfach mal zu. Ja, so, okay. Jetzt werden wir mal die guten Teile rausholen. Ist wie gesagt eine Pappbox, wie man sieht. Ja, recht schlicht, nichts Besonderes. Sieht aber schick aus hier mit. Moment, ups, mit Clint vorne so drauf, wie er mit seiner 44er Magnum auf einen zielt. Sieht nett aus, hier oben noch so die Schweißperlen auf der Stirn. Also schon nett. Und noch so vom letzten Schuss noch der Qualm raus geht. Also ich fand's da richtig geil. Jo, und jetzt werde ich das Ganze mal aufmachen. So, wie gesagt, im Inneren befindet sich halt, das ist nochmal die Papphülle, befinden sich zwei dicke Emerys. In der ersten Emery befinden sich dann die Teile Dirty Harry, Magnum Force, The Enforcer, also Dirty Harry, dann Callahan und das sind ja die deutschen Titel, die kennt ihr ja auch, und halt der Unerbittliche. Und in der zweiten dann noch Sudden Death, Sudden Death, ja genau, Sudden Impact und The Death Pool, also das Todesspiel und einmal Dirty Harry kehrt zurück, wie gesagt. Aber das ist natürlich jetzt alles in Englisch, aber egal, das macht ja wirklich gar nichts. Dann hinten nochmal alles so ein bisschen, nochmal so, ich versuche es mal noch ein bisschen ranzukriegen. Oh, mein Husten lässt mich momentan meine Ruhe, ist ja richtig toll. Weil ich momentan wirklich fett erkältet bin. Jo, sieht gut aus. Jetzt gehe ich nochmal hier drauf, gehe ich auch nochmal. Jo. Das ist also die Rückansicht dann von den beiden Emerys. Ja. Freigegeben sind jetzt alle Teile nach der Unterstufung von der FSK bis auf Teil 4, alle jetzt ab 16. Also Dirty Harry kehrt zurück ist immer noch ab 18 geblieben, aber alle anderen sind jetzt ab 16 freigegeben. Ja, gut, passt ja eigentlich auch. So, einen Moment nochmal, jetzt werde ich nochmal die Hüllen aufmachen. Ah, hier haben wir auch jetzt die erste Disc, das ist Dirty Harry. Da steht jetzt auch wirklich nichts drauf, da steht jetzt halt die englische FSK, also die holländische noch hier und dann halt die deutsche. So, die Titel stehen jetzt hier gar nicht drauf, aber steht auf keiner Laserdisc drauf, nur wenn man hier genau hinguckt,
ziemlich weit unten. Ich versuch's mal ranzukriegen. Da steht's, Dirty Harry von 1971. Wow, mein Geburtsjahr. So, dann ist hier Callahan, also Magnum Force. Ja. Dann hier noch, ich drehe das mal ganz mal einfach. Und hier ist noch der Unerbittliche. The Enforcer, genau. Jo. Dann geht es so runter weiter. Ich gehe das mal zur Seite. Ich hoffe, ich krieg's auf. Ja, es klappt. Ich wollte nicht den Kameraständer mal extra rauskramsen. So, und hier ist jetzt noch der. Hier ist Dirty Harry kehrt zurück. Wie gesagt, der als einziger ab 18 ist. Ab 12 in links. Naja, ne? Warum nicht? Ich meine, mit der Vergewaltigungsszene drin. Oh, warum nicht? Und ja, das ist immer wieder so unglaublich, wenn ich die Einstufungen von anderen Ländern sehe, dann muss ich mal lachen. Vor allem, wenn es um Holland oder Dänemark geht oder so, oder Belgien, da lache ich mich immer wieder kaputt. Naja, bei uns, wie gesagt, bis auf Ims hier ab 18, alle anderen ab 16. Dann noch hier das Todesspiel. Ja. Ja, und das war es eigentlich auch schon gewesen. Und sagen wir mal so, wer die Teile besitzt, wer die Teile hat auf DVD und jetzt, ja, sag ich mal, jetzt sich an der etwas schwächeren Farbqualität und so ein paar Sachen nicht dran stört, denn so ist sie eigentlich ganz okay, die DVD-Qualität, der bleibt dabei. Wer sie eigentlich noch gar nicht besitzt, was natürlich eigentlich schon unglaublich ist, aber der sie wirklich noch nicht hat, der sollte sich natürlich dann die Blu-rays kaufen und ja, ist damit natürlich sehr gut bedient, weil, wie gesagt, hier sind die Farben kräftiger und ist alles ein bisschen klarer, auch das Bild. Und ja, man sieht, ich habe ja, wie gesagt, heute den Vergleich gezogen und okay. Aber man könnte auch noch mit den DVDs gut leben. Aber ich habe mir jetzt für den Preis die geholt. Vor allen Dingen muss ich dazu noch sagen, ich habe ein bisschen Platz in meinem Schrank dadurch wieder gekommen, weil die nimmt ja nicht so viel Platz weg, wie man sieht. Ist ja nur so ein schmales Tütü, ne? Hier so ein Käppchen. Okay, und dann habe ich mir das mal dann gegönnt. Ja, so, man soll ja auch ab und zu sich mal was gönnen. Ja, und das mache ich wieder dabei. Und wie gesagt, eine Sache, also einen Wermutstropfen gibt es noch in der ganzen Geschichte, muss ich dazu sagen. Scheiße, Einen Wermutstropfen gibt es wirklich hierbei. Das ist leider der Ton. Ja, aber das war leider auch schon bei den DVDs so gewesen und ich wusste es auch schon, dass das auch bei den Blu-rays nicht irgendwie eines Besseren belehrt werde, da wird es so bleiben. Und zwar leider nur alle in Mono bis auf bis auf das Todesspiel, der ist in Dolby Surround. Sind alle, wie gesagt, nur Mono, was natürlich jetzt nicht so dolle klingt. Aber naja, gut, da kann man dann eigentlich noch ganz gut mit leben. Der Klang, aber man kann alles gut verstehen, klar und deutlich. Die Stimmen und alles, auch der Ton ist aber trotzdem gut zu verstehen. Ja, man kann damit leben, denke ich mal. Das ist aber wirklich das Einzige, was man dazu sagen kann. Ansonsten kann ich die Box hier nur empfehlen. So, ja. Im Grunde genommen war es das jetzt schon gewesen. Ja. Und somit würde ich sagen, wünsche ich, heute ist Samstag, allen noch ein schönes Wochenende. Und ja, ihr könnt mir ja was dazu schreiben, wie auch immer. Ja, und ob es euch gefallen hat oder wie es euch gefallen hat. Und dann werden wir weiter schauen, ob ich dann noch weitere Videos wieder mache. Das ist nämlich jetzt auch schon lange her gewesen, als ich überhaupt meins gemacht hatte. Okay, ja. Dann sage ich mal, bis vielleicht das nächste Mal hier auf meinem Kanal.